Hallöchen zusammen. Ja, ich möchte gerne eine Karte für meine Schwester basteln. Jetzt muss ich mal kurz mein Mikro ein bisschen einstellen, weil ich bleibe jetzt sicher nicht die ganze Zeit stehen. So, so müsste es passen. Und ich habe mir eine Mechanik rausgesucht. Diese ist nicht aus meinem Kopf entsprungen, sondern habe ich bei einer sehr, sehr tollen YouTube-Bastlerin, würde ich jetzt mal sagen, gesehen. Die macht sehr, sehr viele solche Mechaniken und Special Effects, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Die habe ich mir jetzt rausgesucht und habe mir das so ein bisschen notiert. Ich hoffe, das reicht mir jetzt aus, um das Ganze nachmachen zu können. Ansonsten muss ich zwischendrin mal eine Pause machen und das Video nochmal anschauen. Aber es ist eigentlich schon jetzt beim Angucken recht verständlich. Beim Nachbasteln kann das aber natürlich nochmal ein bisschen anders ausschauen. Ich würde dich jetzt einfach mal mitnehmen. Ich würde aber nicht die ganze Zeit reden, weil auch meine Kleine hier am Basteln ist und ich habe das Fenster auch offen, weil es ein schöner Tag ist, aber ihr wisst ja, dann ist der Geräuschpegel immer ein wenig laut und ich werde wahrscheinlich zwischendrin mal was sagen, aber hauptsächlich euch das jetzt einfach zeigen, weil ich glaube, da muss man gar nicht so viel erklären, das kann man ganz gut auch ohne das ganze Gebabbel von mir verstehen und dann würde ich dich jetzt einfach mal mitnehmen und dir die fertige Karte zeigen. Was ich jetzt rausgesucht habe, kann ich euch schon mal sagen, ist die 13x13 Karte von Action. Da habe ich mir jetzt einfach die Arbeit erspart und einen fertigen Rohling mit Karte, mit Umschlag genommen. Hier habe ich einmal das Kraftkartonpapier von diesem Dreier-Set, wo weiß, Kraft und Schwarz drin ist, auch vom Action. Und dann nehme ich noch diesen Block hier, den habe ich jetzt gesehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob mir das später noch gefällt. Weil ich bin mal kurz durch. Welches Papier ich jetzt genau nehme, bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt eins von diesen Papieren hier nehmen werde. Das ist von 30 Arts Rose Files. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ist auf jeden Fall ein 6x6 Paper Block und da reicht ja auf jeden Fall für die 13x13 Karte. So, und jetzt legen wir einfach mal los. Die Maße und alles, das schreibe ich dir auf jeden Fall rein. Ich versuche auch dran zu denken und dir die Maße auch unten in die Infobox zu schreiben. Allerdings finde ich es da ein bisschen schwierig, weil ich immer nicht genau weiß, wie ich es benennen soll. Und im Video hast du halt dementsprechend das Bild oder die Anleitung dazu. Ich glaube, ich habe es mir jetzt auch selber rausgeschrieben, weil dann kann man es, glaube ich, noch mal besser nachvollziehen, was damit gemeint ist, als wenn man es jetzt nur abschreiben würde, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher muss ich jetzt mal gucken, wie ich es mache, aber das siehst du ja dann und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zugucken. So what?
Fake to me.
fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Some of this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing, do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling. Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen folgen. Ich mache jetzt hier Schluss mit dem Video, weil ich möchte jetzt natürlich auch noch meinen Text reinschreiben und da werde ich einfach ein weißes Blatt Papier noch zurechtschneiden und mir hier hinkleben und dann kann ich da eben noch ein bisschen was reinschreiben. Hier habt ihr schon gesehen, das muss man tatsächlich schön an die Kante, weil hier wird sie geknickt und wenn das dann zu lang ist, dann stört es hier natürlich. Ich habe versucht, das bisschen abzuschneiden, aber ja, was soll ich sagen? Und jetzt hier die 40. Ich finde die Mechanik jetzt richtig cool, dass das halt hier eben so rausklappt. Man muss sie dann schon ein bisschen zurechtdrücken, aber so klappt das ganz gut. Das mit den Zahlen, ich wollte es jetzt dann noch erhöhen eigentlich, aber weil das biegt sich ja schon ein wenig, ne, beim Reinklappen. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich mache das jetzt relativ flach und dann stört da auch nichts. Jetzt sehe ich hier gerade noch diese Markspuren. Das werde ich mal noch wegradieren. So. Und wie gesagt, werde ich da jetzt noch meinen Text reinschreiben. Ich habe hier, ja, das war jetzt natürlich blöd, wobei man eh nicht viel von dem Designpapier sieht. Aber wenn ihr jetzt die Karte so seht, dann wisst ihr, okay, hier liegt das Augenmerk, hierauf liegt das Augenmerk und eben hier ganz am Rand. Also da habe ich die Karte, weil ich ja hier die Rosen habe. Die hätte ich dann eher hier platzieren müssen oder dann hier und das Papier dann dahin. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wie gesagt, ich werde jetzt hier sowieso noch ein Blatt drauf machen, wo ich noch einen Text drauf schreiben kann.
Hier weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da noch großartig was dekorieren werde. Einfach aus dem Grund, ja, das Designpapier sagt ja eigentlich schon genug. Jetzt überlege ich mal. Vielleicht schneide ich mir das Vellum hier noch zurecht. Dann kann ich das noch aufbrauchen. Da ist noch ein bisschen Kleber dran. Dann schneide ich mir das hier zurecht und klebe das unten an die Ecke und den Rest, da kommt ja dann eh, wie gesagt, noch ein weißes Blatt drauf. Das mache ich dann ein bisschen kleiner, dass das dann ungefähr so aussieht. So, das reicht ja dann eigentlich auch für den Text. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich verlinke dir unten, ach ja, das war auch ein wenig gefreckt, wobei jetzt habe ich, das hätte ich eigentlich vielleicht sogar hier hin machen können, ne? Ah, naja, weil jetzt hat man hier halt so zwei große Elemente, wobei das sollte eigentlich nur so ein bisschen als Hintergrund dienen. Ja, weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, das kommt gar nicht so rüber. Und das war wegen ein Gefummel mit dem Abziehen und ja, mein Gott. Genau, also ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn du das nachmachst, dann darfst du mich auch gerne auf Instagram verlinken. Da würde ich mich natürlich freuen, eure Kreationen zu sehen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!